Einmal mit dem SLS AMG über die nervenaufreibendsten Rennstrecken der Welt jagen. Atemberaubende Geschwindigkeit und faszinierende Fahrphysik inklusive. In der Realität bleibt es wenigen vorbehalten. Doch hier in Tokio traf deutsche Ingenieurskunst auf japanische Computerleidenschaft. Bei Polyphony Digital machten Spieleentwickler Träume wahr. Immerhin virtuell können Rennexperten nun ihre Fahrkünste auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt testen, im neuen Konsolenspiel Gran Turismo 5. Schon mehrfach wurde die Veröffentlichung des Spiels verschoben. Noch gibt es auch keinen endgültigen Termin. Es kann aber damit gerechnet werden, dass das Spiel noch vor Weihnachten auf dem Markt ist, mit dem Mercedes-Benz SLS AMG auf dem Cover. Wir sind natürlich mit einem ganz besonderen Auto, einem SLS, ein Auto, was man auch hinter mir hier sieht, ein fantastisches, ein faszinierendes Auto, ein Auto, was herzensgern auch wirklich für Mercedes-Benz steht. Und gerade in einem solchen Spiel, dieses Auto nun darzustellen, ist eine hervorragende Geschichte für uns. Auch Katsunori Yamauchi, Chefentwickler beim Gran Turismo-Hersteller Polyphony Digital in Tokio, bezeichnet sich selbst als Fan vom SLS AMG. Auf dem Nürburgring hat er den Supersportwagen selbst getestet. Ich hatte sehr oft die Möglichkeit, den SLS AMG zu fahren. Aber am beeindruckendsten und unvergesslichsten waren die Fahrten auf der Nordschleife. Wegen des Gewichts und der Power des Autos habe ich am Anfang befürchtet, dass ich es vielleicht nicht handeln kann. Aber ehrlich gesagt liegt das Auto fantastisch auf der Straße. Es ist sehr stabil und ausgeglichen und es macht richtig viel Spaß, es zu fahren. Kurz vor der Veröffentlichung des Spiels hatten wir, zusammen mit einigen Journalisten, die Möglichkeit zu schauen, wie nah sich Realität und Virtualität gekommen sind. Auf dem Hockenheimring wurde zunächst der echte Mercedes-Benz SLS AMG unter die Lupe genommen. Im Selbsttest. Oder mit professioneller Unterstützung vom fünffachen DTM-Champion Bernd Schneider, der nicht nur den echten SLS AMG bestens kennt, sondern auch schon den virtuellen Bruder genau getestet hat. Zum Beispiel auf dem Nürburgring. Nicht auf die Wiese. Das war zu schnell. Aber, ja, unser SLS läuft auch auf der Wiese. Wenn ich die Nordschleife fahre, fühle ich mich direkt zu Hause. Ich merke, dass sie das 1:1 übernommen haben und auch man wirklich alles erkennt. Man weiß Fuchsröhre, Karussell, Schwalbenschwanz, Döttinger Höhe. Also es ist auch für jemanden, der die Strecke lernen will, dort kann er sie lernen. Davon wollten wir uns überzeugen, und zwar direkt in Tokio. Die vibrierende japanische Millionenmetropole ist die Wiege von Gran Turismo 5. Hier bei Polyphony Digital arbeiten seit Jahren mehr als 100 Grafiker, Ingenieure und Entwickler an der neuesten Version. Auffallend die überragende Optik und die realistische Steuerung. Also das Fahrgefühl ist echt top, also wie in einem echten Auto, und die Grafik ist natürlich auch nahezu fotorealistisch. Ich finde die Animation hervorragend, die Bilder, die bildliche Darstellung ist wunderbar, die Reaktionsgeschwindigkeit ist auch gut. Ich spiele selten mit dem Rad und also mit dem Lenkrad, und das macht Spaß. Viele Jahre hat es gedauert, doch nun ist es endlich soweit. Mit dem Gran Turismo 5 können die Fans über die Rennstrecken der Welt rasen. In virtuellen Hochglanzflitzern wie dem Mercedes-Benz SLS AMG.